Fall weiterhin dafür einsetzen. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Kollege Dr. Joachim Pfeiffer, CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, also ich habe dem Herrn Hofreiter versucht zuzuhören, auch der Frau Wagenknecht versucht zuzuhören. Und lieber Sigmar Gabriel, also ich kann den beiden nicht so richtig Recht geben, weil der Minister gesagt hat, er würde ihnen Recht geben. Also Sie haben so ungefähr für alles auf dieser Welt, was aus Ihrer Sicht schief läuft, TTIP verantwortlich gemacht. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die niedrigen Milchpreise, die wir heute in Deutschland haben, das Ergebnis des Vertrags von TTIP, den wir im Moment verhandeln, im nächsten Jahr dann vielleicht abschließen und beschließen. Das Höfesterben der Landwirtschaft ist verantwortlich, auch die Strukturprobleme, dafür ist TTIP verantwortlich. Dann ist Gift im Spielzeug, haben Sie wörtlich so gesagt, wird durch TTIP ermöglicht, Sondergerichte und, also das muss ich sagen, das ist schon starker Tobak, ein Ermächtigungsgesetz. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie gesagt haben in diesem Hause zum Ermächtigungsgesetz. Das wurde in diesem Hause mal diskutiert. Ich weiß nicht, ob die Vergleiche richtig gewählt sind. Ein Ermächtigungsgesetz für Konzerne zur Aushebelung der Demokratie. Das ist TTIP. Das ist TTIP. Ihrer Meinung nach. Also da muss ich sagen, da kann ich Ihnen nicht zustimmen. Sondern es geht darum, den größten Wirtschaftsraum der Welt zu schaffen von 800 Millionen Menschen mit rund 50% des Bruttoinlandsprodukts und ein Drittel des Welthandels. Dafür gibt es ein Verhandlungsmandat, was auch Deutschland wie 27 andere EU-Länder der EU-Kommission, die zuständig ist für die Verhandlungen, erteilt hat. Dieses Verhandlungsmandat wird jetzt ausgenutzt im Sinne, dass dort verhandelt wird. Sie haben aber von Anfang an das Ganze skandalisiert. Bevor die erste Verhandlungsrunde begonnen hat, haben die Grünen hier und auch die Linken in diesem Hause gesagt, TTIP-Verhandlungen abbrechen, weil sie wussten ja schon, was rauskommt. Haben Sie schon vorher gewusst? TTIP-Verhandlungen abbrechen. Dann wurde das Chlorhuhn bemüht. Das ist nun zum Rohrkrepierer geworden. Das bemüht heute keiner mehr. Dann waren es Geheimverhandlungen. Dann war es Paralleljustiz, die eingeführt werden sollte. Und nachdem alles verpufft ist, kommt jetzt der Whistleblower TTIP-Leaks. Und was ist TTIP-Leaks? Da warten Verhandlungspositionen der Amerikaner von vor Monaten, Verhandlungspositionen der EU, zum Teil Verhandlungsergebnisse werden als Neuigkeit skandalisiert. Also ich muss sagen, ich kann überhaupt nichts Skandalkräftiges daran finden. Das ist überhaupt kein Skandal, das ist banal. Das ist banal. Also in jeder Verhandlung, wenn wir über ein Gesetz hier im Ausschuss verhandeln zwischen den Fraktionen, haben die Fraktionen unterschiedliche Positionen. Die sprechen sie vorher ab und dann verhandeln sie miteinander. Dann kommt es zu einem Ergebnis. Und diese Verhandlungen führen wir selten öffentlich. Also mir ist zumindest nicht bekannt, im Ausschuss für Wirtschaft und Energie werden diese Verhandlungen nicht öffentlich geführt, auch zwischen den Koalitionsfraktionen. Dann gibt es ein Ergebnis und dieses Ergebnis wird dann selbstverständlich öffentlich diskutiert, beleuchtet und dann auch abgestimmt. Das findet bei Tarifverhandlungen auch statt. Das findet überall statt. Koalitionsverhandlungen haben auch gerade stattgefunden in Baden-Württemberg. Ich hätte mal was anderes gewünscht, als dass wir mit Ihnen verhandeln müssen, Herr Hofreiter. Aber so ist halt mal im Leben. Man kann sich da die Verhandlungspartner nicht immer aussuchen. Ja? Also, jetzt hat man es verhandelt und dieser Koalitionsvertrag wurde meines Wissens nicht öffentlich verhandelt. Das ist auch ein Skandal. Das ist auch ein Skandal. Da hätte man dann auch irgendwelche Verhandlungspositionen bringen können. Das wäre dann auch
Koalitionsverhandlungsleaks gewesen und irgendwelche. Also es ist wirklich, muss ich sagen, abwegig, was hier versucht wird. Und ich würde mal interessieren, was Sie wollen. Herr Minister hat es angesprochen. Sagen Sie doch mal, wie Sie sich das vorstellen, dieses TTIP oder CETA. Dann können wir versuchen, dort auch was reinzuverhandeln oder was zu machen. Und ich glaube, wir sollten da in aller Ruhe dabei bleiben, die Verhandlungen zum Ende führen und dann gibt es auch zu Ende ein führen. Ergebnis. Und dann werden wir über dieses Ergebnis auch hier im Hause diskutieren, debattieren, dann auch abstimmen. So wie wir es im Übrigen bei ungefähr 200 anderen Freihandelsabkommen in der Vergangenheit auch getan haben. In der Vergangenheit leider meistens unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es keinen Menschen interessiert hat. Und nicht, weil es geheim war. Selbstverständlich, Frau Präsidentin. Das ist sehr nett. Ich zum Ende. Aber schnell. Und wir haben ja bereits am Freitag wieder Gelegenheit, uns diesem Thema zuzuwenden. Und da hoffe ich, dass wir dann hören, was die Grünen und die Linken wollen, was wir bei CETA und bei TTIP besser machen können und nicht, dass wir überhaupt nichts machen und die Globalisierung nicht gestalten. Herr Pfeiffer! Ja, jawohl.